Ja, es ist eklig und ich bin schuldig. Ich mache diese Dinge als Mädchen. Wenn man duschen war, man hat seine Haare gewaschen. Warum? Wie? Warum hat man immer ein Haar zwischen den Pobacken? Also, warum hat man immer ein Haar im Po? Also, woher kommt es immer und wie kommt es rein? Also, und dann muss man es immer rausziehen, so. Ja. Seid ehrlich, ihr müsst es auch immer machen. Das Haar aus dem Po ziehen. Nummer zwei habe ich eher als Kind gemacht, wenn ich im Schwimmbad oder im Meer war. Eure Haare werden ja komplett nass, so voll mit Wasser. Ich habe als Kind meine nassen Haare immer gegessen. Also das Wasser ausgesaugt. So. Das war irgendwie voll lecker. Nummer drei, ich mache so oft meine Hand in meine Hose. Stopp, warte. Also so irgendwie, meine Hand chillt dann in meiner Hose. Es ist so warm und gemütlich, so beim Chillen oder beim Schlafen. Ich fühle mich irgendwie sicher. Ich kann es nicht beschreiben, das ist einfach bequem. Nummer vier, wenn mir Haare in der Dusche ausfallen, dann klebe ich die mal an die Wand. Und am Ende, wenn ich fertig bin mit Duschen, dann wuschel ich die so zusammen und dann mache ich so einen kleinen Haarball.